Ja, Trainer, ein kurzer Urlaub ist vorbei für dich und deine Mannschaft. Wie bist du ins neue Jahr gerutscht? Ja, sehr angenehm. Also gute, erholsame Tage gehabt, ruhige Tage und jetzt volle Elan und Drang zu arbeiten. Vorbereitung ist nicht allzu lange. Bereits Anfang Februar geht es los dann mit den Pflichtspielen. Worauf wird der Hauptfokus gelegt werden in diesen Wochen und vor allem, was passiert heute? Ja, also wir werden wenige Einheiten zum Verschwenden haben. Also wir werden probieren, einfach in jedem Tag, jeder Einheit, jeder Minute das zu implementieren, das, was ich mir vorstelle, das, was ich mir erwarte. Und da werden wir natürlich mit den Basics anfangen. Du hast gesagt, schon in Interviews wirst ein paar Spieler der zweiten Mannschaft wahrscheinlich mitnehmen jetzt in die Vorbereitung. Gibt es da ein Update, beziehungsweise kannst du auf den vollen Kader zurückgreifen, jetzt mit Ausnahme natürlich der Langzeitverletzten wie dem Philipp Schobersberger, zum Beispiel der Leo Greimel? Ja, Philipp Schobersberger wird heute im Mannschaftstraining dabei sein. Also das ist einmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Sind wir natürlich alle sehr glücklich. Durch Corona haben wir ein paar Ausfälle heute noch. Also es kann sein, dass das morgen wieder anders wird mit Thorsten Schick und Kevin Wimmer. Und ja, von den Amateuren haben wir jetzt 3-4 Spieler raufgezogen und ja, werden wir mal in der nächsten Zeit dabei haben. Noch abseits der Profimannschaft haben wir gerade eine interessante Nachricht gehört vom Zocke Barisic, unserem Geschäftsführer Sport. Es gibt einen neuen Trainer der zweiten Mannschaft, Stefan Kulowitz, ein alter Bekannter von dir, Co-Trainer Patrick Jovanovic und ein ebenfalls langjähriger Mitspieler von dir, Steffen Hofmann, wird der neue Sportkoordinator, wie das genannt ist. Wie findest du die beiden Entscheidungen? Ja, also ich begrüße natürlich beide Entscheidungen. Gibt mir ein gutes Gefühl und man hat ja aus der Vergangenheit schon gesehen, dass das funktionieren kann. Sage vielen Dank und gute Vorbereitung, möglichst verletzungs- und krankheitsfrei für alle. Dankeschön.